Hallo, willkommen zum Montagsermutiger. Die Losung für den 5. Juli steht in 2. Mose Kapitel 20. Es ist ein Gebot: Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Und in Lukas 11 betet Jesus für uns: Vater, dein Name werde geheiligt. Heilig, das ist alles, was Gott gehört, was in Gottes Bereich gehört. Dort gehört auch unser Gebet rein. Und ich singe für uns das Lied jetzt: Vater im Himmel, du bist mir heilig. Aus der Tiefe meines Herzens steigt ein Loblied auf zu dir, zu dem Schöpfer aller Himmel, zu dem Gott, der wohnt in mir. Du hast mich erdacht, geschaffen und geformt nach deinem Bild, durch die schwere Zeit getragen und mit deinem Geist erfüllt. Du bist die Quelle, das Leben in Fülle. Vater im Himmel, du bist mir heilig. Vater, für immer ehre ich dich. Vater, dein Name werde geheiligt und dein Licht scheine durch mich. Du hast mir genug gegeben, an deinen Tisch lädst du mich ein. Lehre mich bewusst zu leben, in deiner Gegenwart zu sein. Du hast mich so reich gesegnet, ich darf von deinem Herzen ruhen. Und was immer mir begegnet, hat mit dir etwas zu tun. Du bist die Quelle, das Leben in Fülle. Vater im Himmel, du bist mir heilig. Vater, für immer ehre ich dich. Vater, dein Name werde geheiligt und dein Licht scheine durch mich. Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Das erinnert mich an einen Dialog, den wir schon oft mit den Konfirmanden durchgedacht und durchgesprochen haben. Und weil ich das eine echte Hilfe finde für die Frage, was heißt es denn, den Namen Gottes zu heiligen, möchte ich auch uns diesen Dialog vortragen. Einer betet: Vater unser im Himmel. Ja, unterbrich mich nicht, ich bete. Aber du hast mich doch angesprochen. Ich? Dich angesprochen? Eigentlich nicht, das sagen wir halt so. Vater unser im Himmel. Da, schon wieder, du rufst mich an, um ein Gespräch zu beginnen, oder? Also, worum geht's? Geheiligt werde dein Name. Meinst du das ernst? Was soll ich ernst meinen? Ob du meinen Namen heiligen willst? Was stellst du dir denn überhaupt darunter vor, heiligen? Es bedeutet, meine Güte, ich weiß nicht, was es bedeutet. Woher soll ich das wissen? Es heißt, dass du Respekt vor mir hast, dass ich dir wirklich wichtig bin, dass dir mein Name wertvoll ist. Ja, das verstehe ich. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Willst du das wirklich?
Keine Ahnung, ich gehe halt immer mal wieder in den Gottesdienst, aber eigentlich weiß ich überhaupt nicht, was du Gott überhaupt willst. Na, mein Sohn Jesus hat es euch gesagt. Ich will, dass dein Leben in Ordnung kommt, dass deine Angewohnheiten aufhören, mit denen du dir und anderen schadest, dass du nicht nur an dich selber denkst, sondern auch an die anderen, dass allen Menschen auf meiner Erde geholfen wird, auch den Menschen um dich herum. Ich will, dass Kranke geheilt werden, dass Hungernde zu essen bekommen, Trauernde getröstet werden und Gefangene befreit werden. Was du für diese Leute tust, das tust du für mich. Und warum hältst du das ausgerechnet mir vor? Was kann ich denn dafür, wenn es Leuten hier schlecht geht? Du hast doch diese Welt so gemacht, wie sie ist. Du lässt die Leute hungern, wenn du es nicht regnen lässt. Du bist schuld, wenn nicht genügend wächst. Entschuldige, ich dachte, du betest wirklich darum, dass mein Reich kommt und mein Wille geschieht. Das fängt nämlich bei dem an, der darum bittet. Erst wenn du dasselbe willst wie ich, kannst du ein Botschafter meines Reiches sein. Ja, das leuchtet mir ein. Kann ich jetzt weiter beten? Unser tägliches Brot gib uns heute. Hast du uns gesagt? Wen meinst du denn damit? Dich und deine Familie oder deine Freunde? Und vergib auch unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und deinem Partner? Wie? Was hat denn mein Partner damit zu tun? Der hat mir Unrecht getan. Das war berechtigt, dass ich ihm nicht vergebe. Na, ich weiß nicht. Ich habe gehört, was du in deinem Herzen gedacht hast, wie du reagiert hast. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Tu es so, wie ich es mit dir mache. Vergib und sei, wie dein Vater im Himmel zu dir ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Nichts lieber als das. Meide bitte Personen und Situationen, durch die du versucht wirst. Wie meinst du das? Na, du kennst doch langsam deine schwachen Punkte, deine Gleichgültigkeit, deine Aggressivität manchmal, deine Trägheit, dass du nie genug kriegen kannst und hinterher tut's dir leid. Gib dem Versucher keine Chance. Ich glaube, das ist das schwierigste Vaterunser, das ich je gebetet habe. Aber es hat so richtig was mit meinem Leben zu tun. Schön, wir kommen vorwärts. Bete ruhig zu Ende. Gut, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Weißt du, was ich herrlich finde? Wenn Menschen wie du anfangen, mich ernst zu nehmen, wirklich mit mir zu reden, wenn sie wieder intensiv leben und sehen, wie glücklich sie dabei werden. Lass es uns jetzt genau so tun, mit unserem Vater im Himmel ganz persönlich sprechen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir so direkt mit dir reden können. Unser Herz können wir immer wieder bei dir ausschütten. Dich interessiert, was uns sorgt, was uns glücklich macht. Wir wollen deinen Namen ehren, Gott, indem wir mit ernstem, mit ganzem Herzen mit dir sprechen. Nicht nur gedankenlos, nicht nur nach Gewohnheit. Wir wollen deinen Namen ehren, Vater, indem wir aufrichtig auf dich hören. Auch dann, wenn es unser Gewohntes verändert und durchkreuzt. Lass uns heute spüren, Herr, was deine Wege für uns sind, was die Worte sind, die wir aussprechen sollen in deinem Namen. Gib uns deinen lebendigen Geist, damit dein Reich auf dieser Erde wieder ein Stück sichtbarer wird. Wir beten als deine Kinder zu dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme,
Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott, der Herr, erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.